gerade nicht so gut schnipsen, weil meine Hände voll verschwitzt sind, aber... Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Fingert. Einem Spiel, das ich schon so lange spielen will. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut und wenn, dann... kommt das Mikrofon einfach mal näher. Okay. Jedenfalls, ich wollte das Spiel schon so lange spielen, kam aber bis jetzt nie dazu. Und jetzt endlich habe ich Zeit. Das Erste, was wir machen werden, ist, wir werden natürlich schauen, was für schlimme Dinge ich bereits verbrochen habe. Ausnehmen. Ich bin gespannt. Okay. Alter 26. Oh Gott, ich sehe... Ja, genau so sehe ich aus. Also Alter 26. Geschlecht männlich? Lass mich mal kurz nachschauen. Ja, das sind Brüste und da ist nichts zwischen den Beinen. Okay, ich glaube, ich bin eine Frau. Höhe? Ja, ich weiß nicht, wie man das in Zentimeter umrechnet. Gewicht? Ich weiß nicht, wie man das bei uns umrechnet. Sorry. Snipping everyone. Oh Gott, bin ich böse. 2 Stunden in eine Bar. Okay. Und jetzt sehen wir mal, was meine gute Freundin verbrochen hat. Go. Go, go, go. Das war jetzt Zufall. Also, go, go, Gast. Alter 29. Sie ist älter wie ich. Geschlecht männlich. Wartet mal. Nein, Spaß. Ich gehe jetzt nicht zu ihr und nein, nein, das wäre schräg. Das wäre sehr schräg. Höhe, also Größe. Wobei, sie ist eigentlich genauso groß wie ich. Und Gewicht, ja, ich kann das alles nicht. Warte, was hat sie mit dem König? Oh, ich hab das P nicht gesehen. Ich habe jetzt wirklich gelesen, dass sie auf den König gepinkelt hat. Okay, 15 Minuten in einem Keller. Und jetzt hat natürlich 2 Leute fehlen noch. Zunächst einmal Affe. Was hat Affe so getan? Alter 50. Also versteht mich nicht falsch. Der ist schon älter wie ich. Und sogar älter wie Gast. Aber er ist nicht 50, soweit ich weiß. Okay. Und er hat einen Obdachlosen beleidigt und muss 200 Jahre in einem Haufen von toten Körpern verbringen. Puh, das war bis jetzt das Schlimmste. Und die letzte Person, ich werde nicht seinen Vornamen schreiben. Naja, Vornamen in Anführungszeichen mal bitte. Da. Hey, da stimmt was nicht. Aber ich mag seine Krone. Du, Kumpel, wenn du das siehst, ich mag deine Krone. Das ist ja so richtig. Oh, hallo. Okay, männlich, das stimmt. Das da kann ich immer noch nicht... Nein? Hackling, that one hairy guy. Okay. Warte, ein paar Stunden lebendig begraben. Ja, ich glaube, er wird nicht so lebendig wieder rauskommen, wenn ihr ihn da ein paar Stunden unter der Erde lässt. Na gut, das war alles, was ich machen konnte. Mehr Menschen kenne ich nicht. Wir starten mal das Spiel. Basic Bob, as basic as they come. Okay. Start. Ich weiß, was ich tue. Ich bin mir sicher, er sah sauber und in Ordnung aus. Okay, dann bist du es schon mal nicht, denn... Du bist dreckig. Geht, geht, nope. Geht, nope. Okay. He looked dark. Okay, ich bin mir sicher, er war dunkel. Ich bin mir sicher, er war groß. Ich bin mir sicher, er war glatzköpfig. Und er ist es. Get him in the chair. Yep. Finger him. Finger him. Fingered. Okay, es war gerade richtig. Ich dachte schon, hä? Und seine letzten Worte. Und ich werde es wieder tun. Achso, und ich würde es auch wieder tun. Und ich würde es auch wieder tun. Ist jeder tot? Bla 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 bla. Ah, das könnte ich geschrieben haben mit diesen Ach, Raff, Bark.
Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass wenn mir nichts einfällt, also ich bin sehr schlecht darin, mir irgendwelche kreativen Namen auszudenken. Und deswegen hau ich einfach auf die Tastatur und schau, was rauskommt. Okay, nächster Fall. Sie versucht ihr Bestes. 60%, okay. Ich glaube, er sah ziemlich seltsam aus. Ich bin mir sicher, er sah aus, als hätte er sein Haar verloren. Ich bin mir sicher, er war nicht groß. Ich bin mir sicher, er sah sauber aus. Okay, da bist du schon mal raus. Das ist jetzt schwieriger. Ja, was ist in diesem Spiel Really Strange? Und bin ich die Einzige, die das da sieht? Ja, ich glaube schon. Okay, auf jeden Fall, was sieht nicht sauber aus? Du trägst Pappkarton, das ist nicht sauber. Du trägst Pappkarton, das ist nicht sauber. Ah, die sind alle gleich groß, aber er ist der Einzige, der seine Haare verloren hat. Nein, der hat noch ein paar Haare. Nach was? You're done for. Finger him! Oh, disgusting. Hab ich das gemacht? Ja. Der Matschana? Er ist rassistisch. Oh Gott. Okay, los geht's. Ich bin mir sicher, er sah nicht reich aus. Ich versuche das gerade zu verstehen. Ich bin mir sicher, er war nicht glatzköpfig. Ja, dann bist du schon mal raus und hast eine Glatze. Okay, wir machen jetzt dann alle mit einer 100% Glatze weg. Hey, ich mag deine Krone. Ich glaube, er sah aus wie ein Storch. Er sah aus wie ein Storch. Ja, die sehen alle ein bisschen seltsam aus. Aber du hast eine Glatze und ich glaube, der hat ein bisschen Haare. Ich weiß nicht, ob das ein Hut oder Haare sind. Okay, aber der ist groß, aber ich glaube, er hat eine Glatze und ich glaube, er hat eine Glatze. Okay, tschüss, tschüss. Weißt du was? Wir nehmen einen Freak. Er sieht aus wie ein Freak. Er hat drei Augen. Das ist doch nicht normal. Ja. Oh, so richtig. Hey, dieser Hut ist kalt. Kumpel, das ist kein Hut. Ah, die Fliege gehört zum... Okay, aber Kumpel, das ist kein Hut. Sie ist immer so negativ. Okay. Er sah zu 100% nicht aus, als würde er eine Glatze bekommen. Also keine Glatze, tschüss. Du hast einen schönen Haarpack, du hast eine Glatze, aber eine Blume im Gesicht. Okay. Look dark. Okay, er sah nicht dunkel aus. Tschüss. Tschüss. Er sah nicht aus wie ein Skelett. Keiner von denen sieht's aus. Er sah nicht aus wie ein Riese. Also der ist 100%. Sie kriegt er nicht so schnell. Martin hier. Eine Glatze. Ich weiß nicht, ob das da als dunkel gezählt wird, sonst würde ich ihn nehmen. Weil er sieht nicht aus wie ein Skelett. Und er hat Haare. Und er ist nicht groß, ganz im Gegenteil, er ist der Kleinste. Wisst ihr was, wir nehmen ihn. Get him in the chair. Ich glaube, es ist ein Kleinste, aber... Dann habe ich halt... Das war der Richtige! Wer ist gut? Hey, warum antwortet niemand? Okay. Okay. Nächster Fall. Dim Dad. He's usually wrong about something. Irgendetwas mit ihm ist falsch. Ich glaube, er sah aus, als hätte er kein Haar. Ich bin mir sicher, er sah verrückt aus. Wow. Schlange? Schlangenman. Ich bin mir sicher, er sah aus wie ein Kleiner. Sicher, gar nicht dunkel oder so. Wir werden ihm mal vertrauen, abgesehen von dem hier. Wir werden ihn damit nicht trauen. Aber wir werden mal alles Dunkle rauslassen. Das klang sehr rassistisch gerade. Es tut mir leid.
ihr was? Wir nehmen Nutty Nick. Hey, hatten wir den nicht schon? Ach nee, wir hatten Nutty Neil. Oh, we're fingering you. Finger him. Sexy. Oh, das war der Richtige. Hätte ich lange Haare, wenn ich sie von hinten laufen, aber kurze Haare. Wobei, die sind schon länger geworden und sind mir jetzt andauernd im Nacken. Alles, was ich gemacht habe, war etwas zu stehlen. Ich weiß nicht, wie man Cornut übersetzt. Evil Eddie. Only... Oh nein. Nur halbe... Ah! Halbe Wahrheiten. Ich glaube, er sah kurz... Er war klein. Ich glaube, er war nicht dünn. Ich bin mir sicher, er sah dumm aus. Ich bin mir sicher, er sah nicht alt aus. Da kommst du weg. Warte, klein und nicht dünn. Weißt du was, macht alles, was alt für mich aussieht, raus. Du bist ziemlich groß, du kommst auch raus. Und du bist ziemlich groß. Ja, der Kleinste bist du. Wobei, ihr seid bei dem, wobei du hast Falten, du bist alt. Okay. Das sieht ziemlich. Ich glaube, das ist das erste, wo ich falsch sein werde. Ach, der hat auch eine Fliege, das heißt, das gehört nicht zum. Egal. Oh, we're fingering you. Ich weiß nicht, oh, es war der. Okay. Einmal musste es ja passieren. Er beschreibt Leute im Gegenteil. Ich bin mir sicher, er sah alt aus. Ich bin mir sicher, er sah verrückt aus. Ich bin mir sicher, er hatte keine Haare. Ich bin mir sicher, er war dünn. Okay, du bist echt dünn, Gera. Er war, warte. Er war dick, so. Peace, little Loki. Du musst leider gehen, du bist dünn. Ich fühle mich voll rassistisch. Er sah jung aus, das heißt, es muss ein Alter sein. Du siehst ziemlich jung aus und normal, das heißt, du musst gehen. Ach Gott, wer sieht alt von euch aus? Nein, ich meine jung. Ihr seht alle jung aus, außer du. Also, du bist jung, du bist nicht normal, du bist ziemlich nackt. Wobei, habe ich niemand anderes nacktes hier? Oh, ich muss gleich. Okay, und dünn. Also, entweder der oder ich nehme. Clearly. Sex. Okay. Don't you think you are... Oh. Glaubst du nicht, dass du überreagierst? Ah, jemand verfolgt ihn. Also kann er nicht lang bleiben. Ich versuche mich zu beeilen. Einfach so viel skinny, right? Hier findet ihr noch Dr. Taufisch. Klein, dünn. Klein, dünn. Das heißt, alle Großen werfen wir schon mal raus. Oh, Mist, die sind alle. He did not look all wimpy. Das heißt, jemand klein, dünn und ohne Muskeln. Also mit Muskeln. He looked like a hippie. Der. Klein. Er ist nicht dünn. Ich würde sagen, er. Oh, we're fingering you. Finger him. Ich hab nur noch Oh, es war der. Aber er ist nicht dünn. Na gut. Das war für mich das Zeichen, die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war alles, was ich zu sagen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr nochmal etwas von diesem Spiel sehen wollt, einfach Bescheid geben und tschüss.